Hey, heute erster Eindruck von Ember Knights. Ich kann euch nicht veräppeln, es ist jetzt mein drittes Ember Knights Video. Ich brauche Hilfe. Ember Knights ist immer noch von Doom Turtle und immer noch ein 1-4 Spieler Action Roguelike, das im Juni ein Jahr alt geworden ist und jetzt deswegen das dritte Video am 18.07. mit Version 1.0 aus dem Early Access gegangen ist und deswegen jetzt anstatt 15 Euro 20 Euro kostet. Ha? Ab hier lese ich einfach das Skript aus dem zweiten Eindruck weiter, merkt gar niemand. Was hat sich also seit dem Early Access Release getan? Es gibt 4 neue Waffen. Hier oben stehen sie alle rum. Ich könnte es euch angucken, wenn ich weiter vorlese. 2 neue Welten, insgesamt jetzt also 5. 5 neue aktive Fähigkeiten, über 40 neue Gegner, 35 neue passive Fähigkeiten. Außerdem Geheimnisse in jeder Welt, auswählbare Spielerfarben, Achievements, Waffenmodifikationen und einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Ich selbst habe auch ein paar Stunden seit Release reingesteckt und fast alles freigespielt, was Ember Knights zu bieten hat. Hin und wieder ziehe ich mal einen Run durch, wenn ich irgendwas Kurzes mit meinem Controller spielen mag. Legen wir also direkt los, schauen uns die neue Waffe an und gucken dann, wie weit ich komme. Also nochmal kurz zu den Waffen und was hier neu ist. Ihr habt Waffenmodifikation, habe ich ja letztes Mal schon gezeigt. Und wenn ihr alle gekauft habt, dann könnt ihr euch sogar einen Skin für eure Waffe kaufen. Es gibt das Schwert, Standardbewaffnung. Es gibt den Bogen, Standard Fernkampfbewaffnung und dann die 4 neuen Waffen. Den Zauberstab, den Hammer. Ihr seht auch jedes Mal anders aus. Als nächstes hier ist so der Standard-Skin. Blau ist nicht mal ein Geheimnis-Skin. So, Equip ist der hier. Genau, hier hat man nur so eine kleine Robe an, hat dann den Bogen. Hier wird man zu einem Zauberer. Die sind alle relativ einzigartig, die Waffen. Zauberer ist sogar ganz cool. Also hier werdet ihr so ein Barbar tatsächlich. Hier zu so einer, naja, Jägerin. Sieht ziemlich weiblich aus, der Skin hier, weil man hier so, naja, Augenverlängerung bekommt. Hey, komm zurück, du Ding. Ach so, okay. Ich hab da wilde Sachen geskillt. Ich kann das Ding werfen und dann hovert das da. Und wenn ich mich nochmal hin teleportiere, dann stehe ich da und die Gegner mal betäubt oder so. Die neue Waffe, Reaper's Toll. Oha, da kriege ich eine coole Narbe im Auge und einen Umhang. Was kann das Ding? Okay, das ist ziemlich langsam. Aber die Reichweite ist groß. Irgendwas da unten drunter läuft voll. Schauen wir hin. Ich habe das hier einfach nur kurz alles gekauft, weil ich die Punkte dafür hatte. Aber was sind denn die Stats von dem Eimer hier? Das kann ich ja irgendwo sehen. Show Details. Chain Attack, Slash Charges. Hitting an enemy with the third attack grants a Slash Charge. Maximum 3. Charge Attack, Hold X. Holding Attack, releases Damage. So, Holding Attack longer will use your Slash Charges. Shoot a Projectile. New Defeat, okay, ja. Also, normaler, schwerer Angriff. Dritter Angriff in der Combo gibt mir eine Slash Charge. Wenn ich jetzt gedrückt halte, dann schieße ich die, okay. Denn wenn das dann da drauf ist, dann ist die nächste Slash Charge, macht mehr Schaden. Ich stelle mir fast vor wie ein MOBA-Charakter, aha. Huh? Na gut. Wechseln wir mal kurz die Farbe. Der hier sieht nicht Reaper-mäßig genug aus mit dem Ding. Geht. Ne. Gar keine gute Farbe. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist meine Standardfarbe und das sind wir auch schon wieder rund. Nehmen wir den Lila an, der sieht ganz cool aus mit der Sense. Alan, mein Freund, was geht denn hier bei dir? Hast du was für mich? Hast du was für mich? Your Poison Effects have a chance to conjure Lightning. Tundra, Dodge Attack, Freezing your enemies. Your third attack shoots a Fireball. Das klingt doch nach was, wo wir hier loslegen können. Dankeschön, mein Kerl. Na dann. Schwierigkeitseinstellung steht hier bei mir im Moment nicht. Die würde sonst hier stehen, weil ich den Boss noch nicht gelegt habe. Ich habe eine Runde kurz angespielt. Und wir schauen mal. Ich glaube nicht, dass wir bis zum letzten Boss kommen, aber es geht ja auch mal wieder nur um den ersten Eindruck. Aber soll ich euch vorher sagen, Ember Knights ist immer noch ein wirklich gutes Spiel. Es macht jedes Mal Spaß, das Ding anzuschmeißen. Legen wir los! Welt Nummer 1. Hey, was willst du denn? Du bist ein Wasted Effort. Stimmt, ich hätte vielleicht über die Story reden können, ne? Huh?
Die Story ist recht einfach. Der Zauberer, der da unten am Eingang steht bei dem Amber Tree, hat die Amber Knights beschworen, damit der böse Zauberer, den wir da gerade gesehen haben, den Amber Tree nicht auslutschen kann. Story fertig. Cool, oder? Ihr habt leichten Angriff, ihr habt starken Angriff, ihr habt Dodge. Das war schon alles. Dodge hat I-Frames. Ihr bekommt diese Skills hier. Phantomspeer, Poison. Ja, warum denn nicht? Das ist Y, das ist B, glaube ich. Phantomspeer sieht mehr aus wie eine Y-Fähigkeit. So, wupp, jetzt steht links unten, dass ich da keine Aufladung mehr drauf habe. Ich muss 15 Mal Gegner treffen, damit ich das Ding wieder zünden kann. Okay, also die Sense scheint einen relativ hohen Radius zu haben, aber jetzt nicht so den direkten Schaden. Also ich mache hier gerade was falsch. So, wir haben Feuer und wir haben Gift. Heißt, wir schauen mal. Whenever you burn an enemy, you stun them. Third attack releases Chain Lightning. Whenever you use a skill, your weapon attacks at burn. Wir nehmen mal Chain Lightning. Vielleicht kriegen wir ja, weil wir viele Gegner gleichzeitig treffen und oft, vielleicht kriegen wir ja ein Blitzbild hin. Und wir sowieso ja Kombos schlagen müssen. Ich habe meinen Klassiker ganz vergessen. Der Audio-Slider von dem Spiel hier war auf 50%. Ich habe ihn auf 40 runtergedreht, aber war zumindest nicht auf 100. Dickes Plus, ne? Feuerball! Ein Miniboss! Okay, okay, okay. Sagt die Sensi, ich komme ein bisschen so vor, als würde ich einen MOBA-Charakter spielen, wegen der Aufladung und so. Ja, ein gebuffter Miniboss. Manchmal, wenn man zu gut ist, dann kommt der böse Zauberer rein und setzt hier so Kristallgegner hin. Die droppen aber nochmal extra. Jetzt habe ich zum Beispiel 5% erhöhten Skill-Damage gekriegt. Sag hier in Region 1 manchmal eigentlich gar keine Gedanken mehr. Es geht eigentlich nur darum, OP genug zu werden, dass man ab Region 3 einfach so durchrutschen kann. Wir nehmen mal Gold, weil wir einen ordentlichen Run haben wollen. Ansonsten nimmt man am besten Amber, wenn man noch Sachen freischalten will. Amber ist quasi die Roguelike-Währung. Ihr nehmt Amber mit raus, dann schaltet ihr euren Quatsch frei. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so Sachen drauf wie, dass ich mich dreimal wiederbeleben kann. Au! Dass ich mich heile, wenn hier ein Raum fertig ist, da die plus 5 wieder gerade aufgepoppt ist. Da gibt es auch einen Haufen lustige Sachen. So, welchen Mosquito kriegen wir denn? Das sieht nach, genau, dem Standard aus. Gasselwund, nice. Okay, also viel Damage direkt macht das jetzt hier nicht. Die Sense. Dann macht das Schwert mehr DPS, hätte ich gesagt. Ja, ich weiß, dass da in dem Pilz noch was zu essen drin ist. Ich will gleich gucken, ob ich den Feuerball benutzen kann, damit ich das upgraden kann. Mit Feuer könnt ihr nämlich Essen verbessern. So, da ist eine normale Keule. Oh ja, und da ist eine große. Nice. Feuerball macht zum Beispiel, was ist das denn? Aus einem Apfel, kann man damit einen Apfelkuchen machen. Whenever you crit, you deal bonus stun. Your weapon attacks deal bonus damage against burning enemies. Ich kann Enemies aber noch nicht anzünden. Wir machen erstmal sein Schild kaputt, das mag der immer. So, gib uns mal was Neues, aber was Cooles bitte. 150 Gold, Bonus Move und Crit. Uninteressant. Ah, hier könnten wir verbessern. Und was ist das? Your first weapon hit on enemy. Oh, das ist stark. Das heißt, wir können sogar so ein Pseudo-Crit-Build anfangen, ja? Wenn der erste Treffer, den ich mache, immer ein Crit ist, ist das extrem stark. Da kann ich sicher mitarbeiten. Au! Ja, ja, das ist sehr stark. Das sehe ich jetzt schon. Power. Wir brauchen Power. Ich will Schaden machen. Ich vergesse die ganze Zeit, meine komischen Sensen-Dinger abzufeuern. Habe ich nicht auch irgendwas an, dass wenn ich Gegner töte, die von mir verflucht sind, dass dann nochmal irgendwie was triggert? So, chop, chop, chop. Wow. Wo war denn?
Ja, irgendwas kommt da gerade aus dem rausgeschossen. Ich glaube, ich habe da irgendeine Fähigkeit. Ich habe die doch gar nicht gelesen. Cloak and Dagger become invisible. Arlan's Lucky Dice. Roll dice dealing damage to enemies. Random? Da kann ich ja nicht nein sagen. So, Gesundheit ist voll. Brauchen wir also nicht. Schlagen wir noch die Golddinger kaputt. Weiter geht's. Schon immerhin seit 3 Minuten dran. Wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Das hat wehgetan. Unnötig wehgetan, könnte man sagen. Ist wirklich ein Riesenradius, die senden sie hier. Aber ist ein bisschen langsam. Darf man nicht so spammen wie mit dem Schwert. Aber wenn sie sich ein bisschen daran gewöhnt hat, ist das keine schlechte neue Waffe. Ich mag es ja tatsächlich eigentlich alle ganz gerne, aber das Schwert, wirklich die allererste Waffe, ist richtig gut, wenn man da ein bisschen mit geübt hat. Kann sich die anderen eigentlich alle schenken. Die besten Zeiten habe ich immer mit dem Schwert. Okay, also wir haben Crit garantiert und wir haben Feuer und Blitz. Your Poison Effects have chance to conjure lightning, ist mir egal, whenever you burn an enemy. Okay, wir haben noch ein paar Rerolls übrig. Your first weapon hit an enemy deals Bonus Damage and Burns. Jetzt, ne? With a weapon attack, it poisons them. Wir nehmen mal Twisted Firestarter. Weil das auch First Hit ist. Da bauen wir so was Lustiges zusammen. Das Ding, da backen wir uns noch. Ich habe gesagt, das Ding, da backen wir uns noch. Danke. Die anderen können hier bleiben. Hallo, Boss. Ich bin's. Ich würfel meinen Würfel, dann bist du tot. Sollst du mal sehen. Geh auf, um mir zu hauen. Ich hasse dich. Komm runter, dann mach ich dich platt. Wie viel Gesundheit er mir abzieht, ist mir eigentlich fast schon egal, weil wenn der Boss tot ist, bin ich wieder voll. Der hat in der zweiten Phase, kann man diesen Generator, den der auf dem Rücken hat, kaputt schlagen. Dann knickt er ein, deshalb bin ich da gerade einfach stehen geblieben. Ich kenne mich aus in dem Spiel hier, okay? Weiter geht's. Los, gib mir Bonus-Loot. Wir waren doch schnell. Keine 4 Minuten. Ja. 4,38, nicht bei der Bestzeit. Ich war mal eine Minute schneller mit dem Schwert wahrscheinlich. Damage, Max HP. Machen wir Max HP fürs Erste. Ich hätte gern so einen 100er trotzdem. So, bis hierhin haben wir letztes Video gespielt. Ich ziehe heute mal so weit, wie wir kommen. Ich denke nicht, dass ich mit der neuen Waffe hier, ohne dass ich mich auskenne, weiter als Akt 3 komme. Ich lasse mich da gerne überraschen. Ich kann nicht einfach one-hitten, die kleinen Scheißer hier. Sehr lustig. So, dann machen wir jetzt noch was Lustigeres mit dazu. Whenever you crit, you conjure a lightning bolt. Wir critten nämlich immer bei jedem Treffer. Gem of Power, Gem of Precision. Oh, Power, Power! Und der Lightning Bolt verbraucht nicht mal den First Strike auf anderen Gegnern, ja? Das heißt, langsam wird da wirklich was Schwachsinniges draus. Los, mal auf, wir haben es eilig. Riesenbogenschütze. Zu viele Archer. Fahr zur Hölle. Ich habe kurz den Überblick verloren. Hat niemand gemerkt, hoffe ich. Ich habe keine Betäubung für den großen Kerl. Ein bisschen Gesundheit. Ach, nur ein bisschen, nicht zu viel. Na ja, komm schon, ist das alles? Die Ice Witches, da mag ich nicht besonders. So, backen wir uns mal einen Apfelkuchen. Den zerschneiden wir dann noch.
Und dann haben wir maximale Gesundheit dafür. Das leg es so an. Miniboss, bitte nicht Doppelphalanx. Eine Phalanx reicht mir. Was haben wir denn hier? Shieldbearer, okay. Drücken wir einfach mal ein paar Knöpfe. Wow, der macht hier Wrestling-Moves, der Kerl, was? Der hat ja nicht wirklich viel Chance, so wie das aussieht. Au, da habe ich wohl zu früh gesprochen. Au, hat er mich gerade gecharged? Ich muss mal kurz was essen, mein Kerl. Warte mal eine Sekunde. Er hat mich zu Shield chargen, das ist eine Frechheit. Der wollte mich umbringen, ich hab's genau gesehen. Ich hab's auf Video. Wir sehen uns vor Gericht. Oh, nice. Ich wusste gar nicht, dass man das hier kaufen kann. So, Twisted Firestarter Stufe 2. Magic Bowls. Whenever you crit, you heal. Ja, das ist ein ziemlicher No-Brainer, nicht? Ja, dann kaufen wir den Spaß hier noch. Mit der Asche verbessert man seine Waffen. Und jetzt heile ich mich bei jedem Gegner, den ich treffe. Bitte nicht, ich mag die goldenen Ritter nicht. Ich weiß, ein Punkt Heilung ist nicht besonders viel. Aber ihr müsst ja drüber nachdenken, dass ich für jeden Raum auch nur 5 Gesundheit wieder zurückbekomme, also, ne? Von daher, und ich kann ja theoretisch auch öfter als einmal kritten. Voll vorbeigehauen. Oh, der Mimic King. Hey, Mimic King. Ich kann einsteigen, glaube ich nicht. Okay, die mit... keine Ahnung. Ja. Gar nicht. Der Mimic King. Ach, Schluss mit der Musik. Die Zweiter werden gepimpt, genau. Die Ascheräume haben nur so Bossgegner. Hup, ihr kriegt mich niemals, ihr Nerds. Au. Läuft ganz gut bis jetzt, läuft ganz gut. Mit den First Attacks komme ich ganz gut zurecht. Muss nur mal schauen, da muss man ein bisschen mehr Rums dahinter, sobald die Gegner mehr als einen Schlag überleben, was? Das ist aktuell das Problem. Stats oder Skills? Skill ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich meine, ja, die beiden Skills, die ich hier benutze, sind nicht besonders gut. Ja, wir nehmen mal den Skill-Selektor. Einfach nur, weil ich nicht besonders zufrieden bin. Weder mit dem Würfel noch mit dem Speer. Au. Er kam aus dem Off mit einem Klappstuhl und hat mir von hinten eine verpasst. Cyclone und Blastbombs sind immer noch beide Mist. Ich hätte gern Charge oder... Fire ist auch nichts. Judgment, Lightning Bolt, Ballista, Frostwall, ist alles Mist. Chakram ist nicht allzu verkehrt, da kann mitarbeiten. Da habe ich meine 5 Rerolls schon verbraucht und zwar für gar nichts. So, zweiter Boss. 95 Gesundheit. Schauen wir mal, der ist nicht so schwer. Komm schon, Lord Bruma. Ich werf erstmal meinen Chakram an den Kopf. Ja, Leute, die Angriffskombo ist ein bisschen langsam. Hat das gezählt? Jetzt erst die Schwerter hier. Dann müssten gleich die Schwerter von der Seite kommen. Und jetzt die Schwerter von der Seite. Ja, okay, einmal dahin dodgen. Dahin dodgen.
Machst du nicht noch Eis? Jetzt? Der Würfel hat mich geheilt, oder? Nice. Hat beschwert und verschwerter, der Drecksack. Ich glaube, du musst dich ganz schön anstrengen, um mich jetzt noch zu töten, mein großer Kerl. Wow. Die sehen nur einfach aus. Ich kenne einfach nur die Movesets auswendig von all den Bossen. Vielleicht muss ich die Episode hier umbenennen. Also nicht die Episode hier, sondern die, wenn tatsächlich ein Spiel, das im ersten Eindruck im Early Access war, aus dem Early Access rauskommt, dass ich die Episode dann vielleicht anders nenne. Und es passiert ja heutzutage nicht allzu oft, weil heutzutage ist es falsch, es passiert generell nicht allzu oft, dass ein Spiel, das im Early Access war, es tatsächlich aus dem Early Access rausschafft, was? So, hier in Whitesbury ist man jetzt besser schon OP, ansonsten wird's hackelig. Hier sind nämlich schon ein paar echt fiese Gegner dazwischen. Ja, ich merke es gerade schon. Man, viel zu wenig Schaden. Ah, kein großer Fan von der Sense bei dem, was ich hier gerade sehe. Au! Mal schauen, wie weit wir es schaffen. Wenn wir jetzt nichts Cooles kriegen, könnte es schon eklig werden. So, Burning macht Bonus-Damage, ist mir egal. Perfect Skill ist mir auch egal. Irgendwas sehr Starkes bräuchte ich. Was sehr Starkes. Whenever you burn an enemy, you stun them. Ja, bringt mir jetzt nicht so viel gegen Bosse, aber besser wie nix. Die kleinen Gegner müssten davon eigentlich betäubt werden. Die großen nicht direkt. Weiter, weiter, weiter. Wir haben keine Zeit für so einen Quatsch. Jo. Hoppa, Combat Roll, damit hast du nicht gerechnet, was? Doch, irgendein komisches Ding fliegt los, wenn ich den Gegner töte, den ich vorhin mit meiner Sense angeschossen habe. So, hier die Kisten erst aufmachen, wenn der Kampf rum ist. Ansonsten kann es nämlich passieren, dass das eine Mimik ist. Allerdings funktioniert die Sache mit der Heilung ganz gut. Was haben wir denn hier? HP Power. Gehen wir weiter auf Crit. Wir haben so ein paar Sachen, die mit Crit Synergie haben. Bauen wir halt ein bisschen Crit-Build aus oder so ein Mist. Irgendwas wird schon zusammenkommen. Weg mit euch zwei Bossen. Das ist nicht unübersichtlich. Ich weiß ganz genau, was hier passiert. Glaubt mir nur keiner. So, was hast du denn Feines für mich? Whenever you heal, your crit is increased. Ding! Langsam wird's schwachsinnig. Das hier, unsinnig. Whenever you burn an enemy, you deal bonus damage. Auch unsinnig. Also ich heile und critte jetzt mit dem ersten Angriff. Und wenn ich critte, dann heile ich mich. Und dann mache ich mehr Crit-Chance und... Ich hoffe, ihr versteht langsam, worauf das Ganze hier hinausläuft. Oh ja. Und wenn ich kritisch schieße, ich blitze und vielleicht wird da noch ein Bild draus, mit dem wir gewinnen können. Mal schauen, mal schauen. Wir gehen hier auf Crit und auf First. Auf First Attack. Den Boss hier mag ich nicht besonders. Ein ziemlicher Schummler immer. Der macht so Verlangsamungsfelder auf den Boden und so Blödsinn. Und die Kerle hier natürlich. So in den Feldern, da wollen wir nicht drin stehen. In dem Quatsch, da wollen wir auch nicht angefasst werden. Ah, die Kombos sind super langsam. Die ersten beiden Angriffe kommen relativ schnell raus, aber der dritte und der vierte, da braucht die Sense ewig. Liegt halt aber auch dran, ne? Dass das, glaube ich, keine Waffe für... Einzelangriffe ist, sondern wirklich um Gruppen von Gegnern anzugreifen. Aber so langsam kommen die Fähigkeiten hier zusammen. Da
Ach, die Crits knallen ziemlich, weil da so viele Fähigkeiten mit dranhängen. Dass ich mich heile und dann erhöhte Crit-Chance habe, ist richtig lustig. Das ist ja dann... Das ist wirklich lustig. Au! Da habe ich gerade extrem viel kassiert und ich weiß nicht mal genau, was passiert ist. Naja, ein, zwei Gegner, dann passt das schon wieder. Jeder Crit ist ein Gewinner. Heilung. Heilung. Ja, ist ein bisschen ungeschmeidig zwischendrin. Bisschen ungeschmeidig zwischendrin, die ganze Sache hier. Nochmal der Mimicking, den haben wir eben gerade schon gesehen. Controller zielen. Ha, ja, danke. Jump, jump. Links unten, okay. Ich würde sagen, sie steht oben in der Mitte. Falsch gedacht. Blöd, Mann. Ciao. Hier ein bisschen Chakra-Power. Ein Messer nach mir geworfen. Für wen hält er sich? Ich muss hier mal mehr auf diese Laser achten. Uff. Durch die ganzen Crits komme ich tatsächlich relativ gut wieder zur Gesundheit. Nee, wir brauchen keine Gesundheit. Ich heile mich hier in dem Raum voll, sollt ihr mal sehen. Irgendwie haut das schon hin. Ah! Yep, komplett den Überblick verloren. Chakrams! Tötet meine Feinde! Danke. Easy, kein Problem. Niemals ein Problem gewesen. Uah, Endgegner schon. Na dann. Den kann ich normal einigermaßen, aber ich glaube nicht, dass wir die nächste Region schaffen mit der Waffe hier. Und die übernächste weiß ich nicht mal, was das überhaupt für eine ist. Hallo Boss, also hier war nicht mal hier, doch hier war das Spiel am Anfang zu Ende im Early Access. Man hat gegen den Kerl hier gekämpft und dann war Schluss. Dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis die nächste Region rauskam. Haben wir halt den Salat. Na, wobei, ich kritte ja eigentlich schon sehr viel. Das heißt, die First Strikes machen nicht mal so einen großen Unterschied. So, wenn diese lila Dinger da auf mich zukommen und die haben so eine Kette drumherum, heißt das, dass ich mir wirklich Gedanken machen muss. Weil die mich dann nämlich festhalten, wenn die mich nochmal treffen. Ja, die Kombos sind extrem langsam, das ist hier das Problem. Lass mich in Ruhe. Wie wär's, wenn du das nicht tun würdest? Aha, aha. Cool, cool. Hast du lang für geübt, schätze ich. Sehr stark von dir. Nimm das, du fetter Schleimklumpen. So, was hat er vor? Manchmal fährt er auch los und versucht, sich Gesundheit zu ziehen. Ja, das war keiner. Okay, jetzt habe ich dich. Guter Kampf, guter Kampf. Hab ich ordentlich hingekriegt. Der böse Zauberer ist schon wieder hier, um sich lustig zu machen. Na dann, ab nach Tinkertown oder was jetzt kommt. Immer noch nicht wirklich zufrieden mit der Sense. Mit dem Schwert performe ich besser. Sogar mit dem Hammer performe ich besser, würde ich sagen. Nicht mal im Ansatz Bestzeit. So, dann habe ich 50% Crit-Chance nach dem ersten Treffer.
Und dann skaliert das Ganze ja wahnsinnig nach oben. Heißt nicht Tinkertown, heißt Anvil. Ja, versteht ihr? Anvil, so wie Amboss, aber mit Will hinten dran, so wie Dörfchen. Ha? Ha? Ist ein Scherz. Die große Schmiede. Hier gibt es übrigens keine Zwerge, sondern Frösche. Ein bisschen wie in Age of Wonders 4. Hey, ihr hört ja auf, hier so Protoss-Sachen durchzuziehen und Schutzschilder zu haben und euch unsichtbar zu machen, bitte? Oh, nice, was Goldenes. Ich will was richtig unfair OPs haben. Wir hätten Enemy, Poison, Skill, Bonus-Crit gegen brennende Gegner. 25%. Gegner, die ich treffe, brennen. So. Das heißt, ich wäre bei 75% Crit nach dem ersten Treffer. Und jeder Crit heilt mich. Und jede Heilung erhöht meine Crit-Chance. Bedeutet, so langsam müsste ich 100% Crit haben. Und Crits müssten die Gegner auch betäuben, oder wie war das, nicht? Und Crits heilen mich und... Langsam müsste da doch eigentlich was bei rumkommen, was mich irgendwie froh macht. Aber so richtig knallt es noch nicht. So richtig knallt es noch nicht. Das hier ist auch so ein Gebiet, wo ich dann so langsam nicht mehr weiß, was die Gegner überhaupt können, weil die normalerweise einfach sofort sterben oder man selbst stirbt. Wir haben 255 Gold, wir schauen also im Shop vorbei, würde ich sagen. Was geht denn hier bei dir so, mein Freund? First Skill Bonus Damage, Burning Effect Mud Bonus Damage. Wir können uns leider keine 50 Gold leisten. You burn an enemy, deal bonus damage. Bonus damage, bonus damage, bonus damage. Leider nix, huh? Whenever you refresh a skill, deal damage around you. Was für ein Damage? Mein Damage? Genereller Damage? Damage, Damage? Wie viel Damage ist denn Damage? Oh, was war das? Wer schießt von da unten auf mich? Wir müssen mal noch warten, wie viel Schaden das dann jetzt macht. In zwei Schlägen habe ich doch ein Update. Also ein Refresh. Okay, das ist das Ding da, ja. 22! Geh nicht mal kurz aufhören hier mit eurem Quatsch, hallo? Ich weiß gar nicht mehr, was hier passiert. Ich weiß nur, dass ich jetzt die ganze Zeit alle Knöpfe spammen muss. Skill Selector, Stadt Selector. Eigentlich bin ich mit meinen Skills immer noch nicht wirklich zufrieden, aber jetzt ist auch zu spät, irgendwie noch zu tauschen. Es sind viele AOE-Effekte, die hier gerade triggern. Ich heim mich relativ stark gegen mit meinem Crit-Bild. So, jetzt habe ich nach dem ersten Treffer 100% Crit, oder? Lassen wir es mal kurz laufen. Jetzt habe ich 30. Die sind tatsächlich fix. Das heißt, ich habe jetzt nochmal am ersten Treffer 100% Crit-Chance. Hey, Fröschi. Den mag ich nicht. Den mag ich nicht besonders. Auch hier besteht die Möglichkeit, dass man gegen zwei von denen kämpfen muss. Und das mag ich noch viel weniger. Ich glaube, der tötet mich. Wow, 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 dude. Dann ist aber noch alles frisch bei dir, ja? Okay, da geht der erste Revive raus. Ich hätte einfach dranbleiben und den Typ vernichten sollen. Anstatt zu versuchen zu verstehen, wie der funktioniert. So, hier müsstet ihr dann genau den Marvin-Roboter finden, der zu Hause eure Dinge repariert. Also eure Waffen-Upgrades macht und so. Okay, so langsam laufen wir hier gegen eine Wand.
Ich sag, das hier ist wirklich so eine Region, da ist es langsam dann egal, wie gut man spielt. Hier braucht man einfach dann die Stats, damit man alles einfach one-hitten kann. Beziehungsweise sich so arg gegenheilt oder was ähnliches hat, dass die Gegner nicht wirklich eine Chance haben. Zu Bob müssen wir nicht, das ist auch ein Riesenspoiler. Dude, ich brauche irgendwas, was mich am Leben hält. Never use a skill. Wieso verkaufst du nur Sachen, die ich mir nicht leisten kann? Alan, das ist doch ein Witz. Ah, das ist doch ein Witz. Dude, ich hab gedacht, wir wären Freunde. Du hast einen Laden bei mir zu Hause. Dann ziehst du so eine Scheiße durch. So ähnlich wie das mit der Glewe und so auch ist. Man hat dann hier am Ende auch gar nicht mehr die Zeit, die Wurffähigkeit zu benutzen. Weil man einfach so viel um die Ohren hat. Geht vielleicht im nächsten Gebiet besser, falls wir das noch sehen. Würde ich spontan nicht unterschreiben, aber wir bekommen einen ganzen Haufen Ash. Wir können vielleicht noch ein paar Sachen freischalten für die Sense oder sehen, was die Sense sonst noch so kriegt. Okay, ich muss ein bisschen konzentrierter spielen gerade, damit wir dann noch ins nächste Gebiet kommen vielleicht. Der Endgegner geht eigentlich. Ich meine, er darf mich immerhin noch zweimal umbringen oder so, bevor ich wirklich tot bin. Toll. Könnt ihr aufhören damit? Vielleicht, bitte? Und die Dinger hier kaputt. Dann würfeln wir mal den großen Würfel. Dann werfen wir die beiden Kerle noch. Dann klappt das hier doch auch. Hui. Langsam wird's echt ruppig. Also, was, wenn man Äpfel jetzt kaputt macht, anstatt die zu backen oder zu essen, bekommt man 2 Punkte Bonusschaden. Ja, das ist ziemlich stark. Ist auch neu seit Release. Das ging vorher nicht, die Äpfel in so kleine Scheibchen zu schneiden. Man konnte die vorher einfach nur zu Apfelkuchen backen. Die konnte man dann nochmal klein schneiden, hat dann nochmal Bonusgesundheit gekriegt. Und der Endboss. Ja, 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 ich komm schon rein, keine Angst. Du musst hier nicht so einen riesen Aufriss machen. So, wir sind da gestorben, das heißt, Bestzeit ist wohl nicht mehr drin. Hoffen wir, dass ich ihn überhaupt dran kriege. Der Panzer, den da hat, ist nämlich ziemlich gemein. Sieht nur ein bisschen aus wie die alten Mega Man-Sachen und so hier in der Schmiede. In der ganze Quatsch hierher. Er hat immer noch nicht die Vase gewechselt. Ich habe noch nie so lange mit dem gekämpft. Ich weiß gar nicht, was der Typ überhaupt kann. Ja, das ist das, was ich normalerweise sehe, wenn ich gegen den kämpfe. Das ist gut, beschwör irgendwelche Viecher. Dann brauche ich mir nämlich keine Gedanken zu machen. Dann kann ich nämlich einfach kretten und mich heilen. Oh, der hat sich jetzt selbst so gemacht, indem er einfach Viecher beschworen hat. Okay, hier war das Spiel vorher zu Ende. Jetzt sehe ich auch tatsächlich mal was Neues. Also, einmal mit der Sense durchgespielt. Easy peasy. Uah. Uff, und sogar noch, ja, 3 Minuten langsamer als meine Bestzeit. Alter. Puh, gute Frage. Mal ein bisschen Damage mit drauf. Ich meine, der Crit muss ja von irgendwo kommen. Gut. Zum Boss. Ein Achievement. Und er hat seinen eigenen Ember Tree. The Tyrant's Realm. Okay. Was muss ich tun? Wem muss ich auf die Fresse hauen? Okay, die Tür ist zu mit 2 Runen. Break 2 Seals. Okay. Was ist, wenn ich alle 4 Seals breake? Oh, neue Gegner. Aua. Wo kam denn der Scheiß? Wo kam das Ding denn jetzt her?
Da ist einfach ein Meteor vom Himmel gefallen. Ein ganz schön zähe Scheiße hier, die kleinen Dinosaurier, gegen die ich hier kämpfe. Einfach ein bisschen aufpassen, dann klappt das hier schon. Vielleicht habe ich übertrieben. Hat mich ganz schön viel Gesundheit gekostet. Ich muss mehr Knöpfe drücken. Ob da immer dasselbe drin ist? Uah! Geht weg, ich will nicht. Oh, wer ist das denn? Ein Wizard. Der hat zwei Laserwaffen als Hände. Das hat mich gerade ziemlich Gesundheit gekostet. Okay, ich bin noch drin. Wir sind noch im Spiel. Und drei Leben haben wir noch. Mach auf die große Tür. Die anderen Räume zu machen lohnt sich nicht mit dem Bild. Okay. Ich verstehe noch nicht so ganz, was es hier mit diesen vier Türen auf sich hat und warum das relevant sein soll. Das nicht einfach wie normal gelöst ist. Weil ich kann ja von draußen anscheinend nicht einsehen, was hinter diesen Türen ist. Heißt, ich habe keinen Vorteil davon. Außer da kommt irgendwann nochmal was, was mir dabei hilft, das einsehen zu können. Ja, also zwischen der dritten und der vierten und dann wieder der ersten Attacke hat die Sense ein gigantisches Loch in der Combo, das mich hier ein bisschen reinreitet. Okay, da wollte ich cool sein und mein Sensending abfeuern. Stattdessen habe ich einfach nur auf die Fresse gekriegt. Au! Wer ist er denn? Ey, wärst du denn einfach zur Hölle fährst und mich in Ruhe lässt? Also solange der Boss nur genug Minions beschwört in der Endphase, kommen wir alle gut miteinander aus. Ich sag... Zwischen der 3 und der 4 und der 1 dann wieder. Das ist ein großes Loch in der Combo. Ich habe gerade meine Maus berührt mit meinem Kabel. Okay, nimm das, Bossgegner. Meint ihr doch nur Quatsch gerade. Das hat ganz schön Schaden gemacht. Okay. So, die Äpfel mache ich kaputt für mehr Schaden. Und den Keller würde ich gerne backen. Cool, danke. Volle Gesundheit und mehr Schaden. Guter Raum, guter Raum. Wie oft passiert das hier? Kann der nächste Raum sein, jetzt einfach drei Dinger drauf. Ich bin es, Wizard. Der erzählt mir gleich, dass er auch mal ein Ember Knight gewesen ist. Klassischer Plot-Twist. Und dass er von seinen Brüdern verraten wurde und deswegen der Böse ist. Passt mal auf. Ich kann es spüren tief drin. Hey, Boss. Oha. You're becoming more annoying than I will tolerate. This is where your feeble crusade ends. Time for a trip back to the Nexus. Say hi to Esper for me. Praxis. Au. Hey, der tut weh. Ja, was ist mit den Kristallen hier? Ich bin nur ein Wurm.
brauchst kein Plural zu benutzen. Was denn jetzt? Er macht die Arena kaputt und flieht von mir. Okay, da ist also ein Damage-Check dazwischen, ja. Au, das tut richtig weh, wenn die Dinger da mich treffen. Der war Pre-Launch gewesen. You won't stop me. Okay. Mach die Dinger da mal kaputt, einfach nur, weil ich dadurch einen Bonus bekomme, schätze ich. Wow, 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 wow. Kerl, das ist nicht lustig, was du hier machst. Können wir bitte die Phase wechseln? Kann ich dich totschlagen? Ich glaube, ich schaff's nicht. Hey, danke für die Heilung. Alans Würfel. Puh. Ich habe nur noch das eine Leben. Oha, es sind die großen. Es sind die großen Super Smash Brothers Hände. Wenn ich mich ein bisschen konzentriere, kann ich mich vielleicht heilen gegen die Gegner hier. Das hat sehr weh getan. Er versucht mich mit seinem Stock zu schlagen. Was geht denn jetzt bei dir, Dude? Y! Er ist down! Fahr zur Hölle, Praxis! Ich habe ein paar Items unterwegs gefunden. Hey, Esper! You will not harm the Nexus of Prime Worlds any longer. Return what you have stolen from them and surrender. Esper! You fool! Just in time. Don't care about the Nexus. After thousands of years, I finally have the power to reach the Architect's realm. Once I destroy that worthless Architect, the universe will be mine to reshape as I see fit. No, you cannot be serious! Hey! This tier is way too dangerous, what do we do now? Ich springe da rein. What? Nein, komm schon! Wirklich? Ember knickt? Endless Mode, you can continue in Endless Mode. Okay, cool. Ach nein, jetzt gerade nicht. Wirklich, Ember Knights. Wir ziehen dasselbe durch wie sonst auch. Ich komme schon wieder nicht zum Endgegner. Weil es keinen Endgegner gibt. Oh Mann. Praxis Architect's Realm. Destroy the Architect. Truly doomed. The tear to the Architect Realm was too powerful to approach. It affected the tear to the Nexus. Okay. Stabilize it somehow. Okay, wir haben keine Wahl. Unsere letzte Chance. Wir werden ihn aufhalten. Das heißt, es gibt einen neuen Schuss. Es gibt eine neue Farbe. Zeig. Die kenne ich alle. Uhuhu. Das ist eine coole neue Farbe. Schaut euch den kleinen, grummeligen Kerl an. Richtig nice. Ja, ich schätze, das war dann auch der erste Eindruck von der Release-Version von Ember Knights, weil, ne? Defeat a slashed enemy become invisible. Irrelevant. Irrelevant. Your healing is increased by 2. Das hätte uns gerade geholfen. Ja, uns fehlen 2 Punkte. So, your slash projectile applies freeze. Das ist sehr stark. Trotzdem nicht unbedingt meine Lieblingswaffe, die Sense. Auch wenn sie cool aussieht. Ah, die neue Farbe hier ist richtig nice. Wie gesagt, das war der erste Eindruck Ember Knights. Es gibt dann jetzt wohl einen Endless Mode, den man sich antun kann, nachdem man den Boss gesehen hat. Wir haben alle Welten gesehen.
haben den Boss gesehen und ihn vernichtet, aber wenn ich ein bisschen pushen musste hier mit meinem, wo ist es? Hier, 4 Revive Tokens. Aber Emmanuel, klasse Spiel, ist, wenn das Video rauskommt, noch im Angebot. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.